meine lieben Freunde. Mit der wilden Kameraführung müsst ihr wieder zurechtkommen. Ich hoffe, der Ton passt einigermaßen. Ja, ich bin leider nur noch, was haben wir denn heute? Sonntag. Ich bin nur noch Montag. Ich habe nur noch einen Tag heute und einen Tag und dann muss ich wieder zurück. Und vor allem hat man ja so viel zu tun. Ja. Trotzdem, jetzt noch mal ein kurzes Video, weil es gibt ein paar interessante Updates, mit denen ja, müsste ich zumindest mal meine Meinung kurz kundtun. Vielleicht komme ich auch noch mal heute Abend oder morgen Abend, wenn Nali duschen ist und ich Zeit habe, für einen kurzen Stream online. Dann, wenn sich neue Sachen ergeben haben, können wir die nochmal besprechen. Aber jetzt fährt hier gerade einer sehr dekadent mit seinem Jeep ans Wasser und lässt den Jetski hinein. Das sieht auch sehr schön aus. Guck mal. Ja, welche Themen wollte ich jetzt besprechen? Ich wollte nochmal ganz kurz darauf eingehen. Platte Kapitän habe ich ja schon gemacht in meinem Video auf dem Zweitkanal, beziehungsweise in meinem Stream, könnt ihr euch gerne reinziehen. Dann wollte ich gerne folgende Themen besprechen. Einmal das Testspiel gegen West Bromwich war ja gestern quasi die Generalprobe, konnte ich nicht gucken, aber möchte trotzdem kurz drüber sprechen. Ich möchte über Santi sprechen, der Wechsel ist ja jetzt fix zu Cremonese. Heißt die Cremonese? Ich glaube ja. Piontek im Gespräch bei Dortmund. Ja, da muss ich natürlich meine Meinung zu lassen und Hertha angeblich Angebot abgegeben für Ajorg. Das sind die Themen, falls euch die interessieren. Bleibt gerne dran. Ja, lasst uns anfangen mit dem Spiel gestern. Es gab wohl auch noch einen Test unter Ausschuss der Öffentlichkeit und zwar gegen die U23 von West Bromwich und gegen die U23 von Watford. Das erste Spiel haben wir, glaube ich, 1-0 durch ein Eigentor gewonnen, das zweite Spiel haben wir 4-0 gewonnen. Ging jeweils nur 45 Minuten das Spiel, also insgesamt auch 90 Minuten. Ja, und Seevoll kam wohl in der Innenverteidigung zum Einsatz. Also dieser Typ ist so geil, ja. Also ich weiß, man muss auch ein bisschen danach gucken, wen braucht man auf welcher Position. Aber also allein, was der in diesem Trainingslager abgerissen hat, allein der Comedy-Faktor, wenn er eingewechselt wird, allein, ey, ohne Scheiße, er hat ja alles schon gespielt außer Torwart. Innenverteidigung, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Sechser, Achter, Flügel, Stürmer. Jetzt hat er wirklich alles gespielt. Was ist das bitte für ein geiler Profi? Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir den halten. Zum Spiel gestern, ich konnte es leider nicht sehen, habe leider auch keinen Mitschnitt oder Zusammenfassung gefunden, konnte auch die Tore nicht sehen. Ich habe mir nur die Einwertungen durchgelesen vom Kicker, unter anderem von Steffen Rohr, Grüße gehen raus, und ein paar anderen. Ja, es hieß so, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich es wieder kritischer gesehen. 60 Minuten waren ganz okay, auch so der Weg nach vorne war okay. Und dann ab der 60. Minute hat man das Spiel aus der Hand gegeben, hat nicht mehr so richtig auch ins Spiel gefunden, man hatte keine Ideen mehr nach vorne. Und ja, dann waren es wohl zwei Fehler von Boyata, der von Anfang an gespielt hat, die zu den beiden Gegentoren in der zweiten Halbzeit geführt haben. Und dadurch haben wir dann 2-1 verloren. Und dazu muss man ja jetzt auch mal sagen, also ja, 10. der Championship letztes Jahr, 10. der zweiten Liga. Natürlich, ich sag's immer wieder, 10. der zweiten Liga in England ist was anderes als 10. der zweiten Liga in Deutschland. Englische Liga ist deutlich stärker. Trotzdem war es unsere Generalprobe, ich habe es nicht gesehen, und trotzdem konnten wir jetzt die letzten drei Spiele nicht für uns entscheiden. Und dabei war nur ein Erstligist dabei. Klar, sagen nicht so viel aus. Wir kennen das ja auch zum Beispiel bei Trainerwechseln damals bei, Adi Hütter, bevor, als er nach Frankfurt kam, der hatte auch eine ganz schwache Vorbereitung gespielt, ist dann aus dem Pokal rausgeflogen etc. Man kann der mal ruhig sein. Und trotzdem hat er eine gute Saison gespielt. Also es wird natürlich auch Zeit brauchen. Allerdings ist es natürlich schon so, so richtig begeistert war keiner. Ja, auch von den Journalisten nicht. Es war auch so, dass man die Chancen wieder nicht so richtig zu Ende gespielt hat, auch wenn es einige gute Ansätze gab. Aber gute Ansätze gab es letztes Jahr auch immer. Es war ja immer das Problem, dass man immer diese richtige Großchance sich nicht rausgespielt hat am Ende. Ja, also es war ja nicht so, dass wir 1000 Chancen haben, die wir vergeben haben, sondern wir sind gar nicht bis in diese großen Torchancen gekommen und waren dann in Zugzwang, dass wir immer die Chancen, die wir hatten, direkt nutzen mussten, was halt nicht der Fall ist. Wer hat bei uns getroffen? Selke, war wohl eine ganz schöne Kombination. Gespielt haben, und das könnte wahrscheinlich Stand jetzt so die Stammelf sein, wahrscheinlich dann auch gegen Braunschweig, vielleicht tut sich da unter der Trainingswoche noch ein bisschen was, aber würde ich jetzt mal von ausgehen. Gespielt haben im Tor Christensen, stimmt es überhaupt? Ja, im Tor Christensen. Innenverteidigung Marc-Oliver Kempf, links und rechts Boyata, der Ex-Kapitän, das erste Mal als Nicht-Kapitän jetzt aufgelaufen für uns. Dann linker Verteidiger Platte als Kapitän aufgelaufen, rechter Verteidiger Kenny, so hätte man es auch erwartet. Ich nochmal kurzer Exkurs zur Kapitänswahl. Ich
fände, nicht, dass ich jetzt Kempf besser fände, aber ich würde sagen, Kempf hat an sich schon eher die Tendenzen, die ein Kapitän braucht. Ja, er ist ein Lautsprecher, er ist auf dem Platz auch laut, er meckert mit Leuten rum und so weiter, was auch manchmal nervig sein kann, aber er hat halt diese ganzen Attitüden von einem Führungsspieler, von einem Kapitän, die Platte vielleicht nicht so hat. Klar, er ist noch nicht so lange dabei, er spielt aber auch von hinten in der Innenverteidigung. Mich wundert tatsächlich, dass ihm Sandro Schwarz die Kapitänsbinde gegeben hat. Ja? Also entweder liegt es daran, dass Kempf in der Kabine nicht so sehr akzeptiert ist oder noch nicht, weil er noch nicht so lange da ist. Oder es liegt vielleicht auch daran, dass er sich auf ihn nicht festlegen will, weil er den Zweikampf zwischen Marton Dardai und Kempf offener ansieht, als man denkt. Das kann natürlich auch sein. Ja? Also von daher bin ich mal gespannt, ob Kempf dann wirklich tatsächlich der Stammspieler werden wird. Ich finde nicht, dass Kempf sowohl in der Vorbereitung als auch in dem letzten halben Jahr so gespielt hat, als dass man sagen müsste, der muss spielen. Ne, klar, erfahrener Bundesligaspieler und so weiter, aber von seinen Leistungen her könnte man eigentlich auch mal Marton die Chance geben, meiner Meinung nach. Ja, ansonsten hat auf der 6 wieder Schönitz gespielt, ein Sechser, der kam ja da öfter zum Einsatz, kann ich jetzt nicht bewerten, habe das Spiel ja nicht gesehen, aber der scheint schon etwas Vertrauen zu genießen, gerade jetzt auch nach Santis Wechsel, also kein Toussaint auf dem Feld. Dann hat auf der Doppel-8 Suat Serdar und Kevin Prince Boateng begonnen, also relativ offensiv, was er dann später auch defensiver quasi durch die Wechsel wurde. Linker Flügel Maolida, rechter Flügel Luke Bakio, ich denke mal, so könnte es von vornherein aussehen. Und dann vorne Selke, kein Shorehand oder kein Wollschläger, kein Jovetic, kein Piontek. In der zweiten Halbzeit durfte dann Ejuke zu seinen ersten Minuten ran und laut Kicker zumindest Steffen Rohr soll der auch wirklich ganz ordentlich gemacht haben, ganz ordentlich gespielt haben. Bin ich mal gespannt, wer dann in der Startaufstellung gegen Braunschweig steht. Und Braunschweig selber hat gestern übrigens 3-0 verloren gegen den Tabellenersten der zweiten Liga, gegen den FC Heidenheim. Im ersten Spiel haben sie ja noch relativ gut gespielt. Vielleicht gibt das uns ein bisschen Hoffnung, dass Braunschweig nicht perfekt drauf ist, aber wer weiß, vielleicht ist Heidenheim auch der absolute Aufstiegskandidat für dieses Jahr in der zweiten Liga und dann ist ein 3-0 gegen Heidenheim auch nicht schlecht. Ich kann es nicht einschätzen, was das am Sonntag dann wird. Ich werde natürlich wieder am Freitag mein Video machen, wie würde ich aufstellen, was ist mein Tipp für den gesamten DFB-Pokal etc. Aber schauen wir mal, wo das am Ende hingeht. Ja, also Braunschweig, noch kein Tor in der zweiten Liga dieses Jahr geschossen. Erstes Spiel sollen sie aber sehr gut gespielt haben, gegen HSV 2-0 verloren, jetzt 3-0 gegen Heidenheim. Vielleicht jetzt auch nicht gegen die schwächsten Teams der zweiten Liga, aber kein Tor auf Platz 17, könnten auch noch auf Platz 18 rutschen. Mal schauen, vielleicht kommen die auch nicht mit dem Mega-Selbstbewusstsein. Andersrum denken sie sich vielleicht, wir haben nichts zu verlieren hier gegen den Erstligisten im Pokal, ist immer geil, kann man ganz anders aufspielen und das werden sie auch, DFB-Pokal hat nun mal seine eigenen Gesetze, also ich bin gespannt, was da kommt und ich hoffe natürlich weiterhin noch auf eine Steigerung, wie gesagt, das dauert nun mal halt auch lange, bis ein neues Spielsystem drin ist, dass aber ein neues System erkennbar ist, das hat Schwarz immer wieder betont, hat man schon gesehen, Kicker hat sich da zurückhaltend zu geäußert, aber er selber hat es gesehen, das freut mich ja schon mal für ihn und schauen wir mal, was daraus wird. So, ich habe ja schon mit euch drüber geredet, der Wechsel von Santi Ascasiba zu Cremonese, dem Aufsteiger, in die erste italienische Liga, die Serie A, ist fix. Er wechselt per Laie und Kaufoption mit 8 Millionen Euro für nächstes Jahr. Also ich habe jetzt nochmal drüber geschlafen und klar ist der Deal schwer, der Spieler will weg, ganzen drumherum hat es nicht viele Bietende für ihn und hast ihm gesagt, er kann gehen bei passendem Angebot, aber der Deal ist absolut scheiße. Sorry, also ich habe jetzt nochmal drüber geschlafen und ich kann hier auch nicht alles, nur weil ich Urlaub habe, wieder jetzt hier schön quatschen. Es ist ein absoluter Scheißdeal, sorry, da fällt mir gar nichts anderes zu ein, weil erstmal haben wir mega viel Geld für ihn ausgegeben. Ja, 10 bis 12 Millionen an den Zweitligisten, okay, Michael P. Ehrer, vergessen wir. Dann ist es eigentlich, auch wenn er fußballerisch limitiert ist, ein absoluter Leistungsträger. Vielleicht passt er auch nicht mega ins System von Sandro Schwarz, kann sogar sein. Und wir wollen ihn abgeben. Aber ihn dann, wenn er noch 2 Jahre Vertrag hat, an einen Aufsteiger in der italienischen Serie A zu geben, wo er auch nicht gerade, nicht gerade im Schaufenster steht für große Clubs, die ihn dann verpflichten wollen. Wie soll denn das gut gehen? Selbst wenn Cremonese übelst überperformt mit ihm zusammen und sagen wir mal in die Euroleague kommt, der hat nur noch ein Jahr Vertrag. Selbst wenn er seinen Marktwert steigert, kein Mensch wird für den 8 Millionen nächstes Jahr zahlen. Niemand. Die wollten ja jetzt maximal 3-4 Millionen Ablöse für den bezahlen. Niemand. Vor allem nicht, wenn er noch ein Jahr Vertrag hat. Von daher wird weder Cremonese, egal wie geil die Saison verläuft,
dass die Kaufoption von 8 Millionen ziehen, noch wird ein anderer Club die bezahlen. Und am Ende wird so sein, selbst wenn Cremonese den behalten will und selbst wenn Santi da bleiben will, dann lassen sie die Kaufoption verstreichen und dann wechselt er am Ende für 2 Millionen, weil er ja eh nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also klar, der Spieler will weg, was bringt es dir, Spieler zu halten, die bei dir bleiben, aber trotzdem, ich weiß, Marktumfeld auch nicht einfach, es gab nicht viele Interessenten, gerade weil wir die letzte Saison insgesamt halt einfach nicht performt haben, aber ich finde den Deal scheiße. Und klar, wie kann man jetzt mal sagen, ja, er hatte keine andere Möglichkeit, man kann es nicht besser machen, du kannst es auch nicht besser, ja, kann ich auch nicht, ist ja auch nicht mein Job, aber ich finde ihn trotzdem nicht gut. Ich finde ihn einfach wirklich nicht gut, was wir da am Ende rausgeholt haben. Und am Ende, ja, Junior Chamba als Ersatz da, der ist wenigstens nur ausgeliehen, falls Santi nächstes Jahr dann auf einmal einen Sinneswandel hat und doch bei uns bleiben will, keine Ahnung. Aber, ja, ich weiß auch nicht, ob der Junior Stil... Tja, ich weiß es einfach nicht. Sorry, Leute, da fällt mir nichts ein. Ich find den Deal einfach nicht geil. Jetzt kann man sagen, ja, man spart sich sein Gehalt. Super. Super. Sparen wir uns sein Gehalt, zahlen das wieder für einen anderen Spieler. Ich will nicht wissen, was Junior verdient. Also ich glaube nicht, dass wir da viel Geld durchsparen. Ich glaube nicht, dass wir durch den Deal viel Geld sparen. Und das deutet sich ja bei Alderete leider was Ähnliches an. Naja, okay. Muss ich auf jeden Fall nochmal... meine Meinung zu sagen, weil ich hatte es ja ein bisschen relativiert und so weiter, kann man nichts machen, der Spieler will weg, ja, ist ja auch alles so, trotzdem finde ich den Deal schlecht. So, nächstes Thema, Ajorg, da soll es jetzt laut verschiedensten Medienberichten tatsächlich ein fixes Angebot von der Hertha geben in Höhe von 10 Millionen und das, obwohl wir ja Piontek noch gar nicht losgeworden sind. Es hieß ja immer, es wären so Zug-um-Zug-Geschäfte, man würde sich erstmal von Piontek trennen wollen und nachdem man sich von Piontek getrennt hat, dann kann man für Ajorg bieten, unter anderem zum Beispiel. Und jetzt hat man aber wohl 10 Millionen abgegeben. Racing Straßburg will wohl weiterhin 14 Millionen für den jungen Mann haben. 15 Millionen, sorry. Ich finde, das ist ein sehr, sehr geiler Spieler und der wahrscheinlich auch zum Spielstil von uns passt. 100% kannst du es ja nie sagen, gerade eben, weil er auch bei einem Nicht-Top-Club die ganze Zeit performt hat. Aber ich finde es immer noch crazy, dass man einen Piontek, für den man vor ein paar Jahren 24 Millionen ausgegeben hat, der Top-Verdiener ist, verscherbeln muss und nicht mal weiß, ob man für den überhaupt eine Ablöse diesen Sommer kriegt und dann schon wieder einen zweistelligen Millionenbetrag für einen Stürmer ausgibt, der zu uns kommt, während andere Clubs, die in der Europa League spielen, deutlich weniger ausgeben für Stürmer, die sich in der Bundesliga schon bewiesen haben. Schauen wir mal, wo das alles hinführt und ob die das akzeptieren. Ich meine, so länger das Transferfenster läuft, ja, umso näher wir gegen den 1. September kommen, wird auch Racing Straßburg merken. Wir sehen es ja an den Deals, naja, 15 Millionen ist vielleicht doch ein bisschen unrealistisch für einen 28-Jährigen, der noch nie international gespielt hat, der kein Nationalspieler ist. Vielleicht ist da 10 Millionen sogar das höchste Angebot, was wir kriegen werden. Ich glaube, darauf könnte es auch bei Ajorg hinauslaufen, auch wenn er natürlich wahrscheinlich von Hertha nicht der einzige Club ist, der ihn umgarnt, aber mit Hertha soll er als Spieler sich ja schon geeinigt haben und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da unendlich viele Clubs gibt, die dafür die 15 Millionen Ablöse zahlen. Sehe ich diesen Sommer nicht. Wir sehen ja, dass die meisten deutlich unter den Werten, die bei Transfermarkt.de geschätzt werden, transferiert werden. So, und letztes Thema, Piontek. Da schwappt jetzt ein Gerücht auf aus polnischen Medienberichten. Ein polnischer Journalist verkündet, Piontek könnte der neue Lewandowski von Dortmund werden. Und zwar ein Wechsel des Polen, der jetzt auch immer mit Salernitana in Verbindung gebracht wurde, dem auch Abschiedskandidaten in der Serie A, oder letztes Jahr Abschiedskandidaten, die haben ein bisschen Geld investiert, den Hertha unbedingt loswerden wollte. Und neulich gab es so ein Video, wo Platter als Kapitän vorgestellt ist. Der kam raus, ey, der sah aus, ey, als ob dem wirklich als ob Hertha 10 Mal hintereinander abgestiegen ist, so wie ich dann gucken würde, so sah der aus. Also der hat mit Hertha doch schon abgeschlossen. Der meint ja auch schon 100 Mal, als er verliehen war, er will gar nicht mehr zurück zu Hertha. Und das merkt man ihm auch an, der hat keinen Bock, der macht auch nichts mehr gefühlt. Als er gespielt hat, war er eine Frechheit. Ja, Salernitana wäre natürlich nicht so attraktiv, vor allem was könnte ich für eine Ablöse zahlen. Jetzt soll aber Dortmund im Gespräch sein, weil Dortmund ist ja die Problematik. Ich meine, die haben Haaland abgegeben, Allaire direkt als postwendenden Ersatz geholt, was ja auch ein super Ersatz ist, aber Allaire eben aufgrund seiner, ja, wie Marco Richter, ist echt ein trauriger Zufall in so kurzer Zeit, so zwei so junge Leute, aufgrund seiner, ja, Erkrankung. Alles Gute weiterhin dafür, wo man eben noch nicht weiß, wo die Ärzte noch nicht gesagt haben, was die Prognose ist, wann er wieder fit sein wird und wieder für den BVB spielen kann, sucht man eben noch nach einem Backup, zumindest für die Zeit, wo Allaire nicht spielen kann. Und hat wohl auch Piontek ins Visier gefasst. Da gibt es ja etliche Gerüchte, dass sie Suarez verpflichten wollen, der jetzt wohl zurück in die nach Uruguay geht. Was habe ich da alles für Namen gelesen? Auch Aubameyang und so weiter.
schauen wir mal, wen Dortmund dann da wirklich holt. Piontek wäre natürlich eine günstige Variante, die die Bundesliga auch schon kennt. Und ich glaube auch mit den schnellen Außen und mit dem Fußball, den Dortmund spielt, da würde Piontek sogar reinpassen. Ja? Ich glaube nicht, dass Piontek sein Glück findet bei einem Club wie Salernitana, wo er am Ende nicht so ein Spielstil hat, wo die ganze Zeit die Bälle nur so in den Strafraum fliegen. Der braucht eigentlich genau so einen Club wie bei Dortmund, wo der andauernd Chancen bekommt. Und wenn er da 34 Spiele macht, macht er seine 15 Tore für Dortmund. Auch nach den 3-4 schlechten Saisons, bin ich mir sicher. Natürlich glaube ich auch, dass Allaire ihm den Rang abläuft, sofern er wieder fit ist. Wünsche ihm ja alles Gute. Aber das könnte doch mal was sein. Und für Dortmund wäre natürlich eine Ablösesumme, wie wir sie uns einigermaßen vorstellen für Piontek, natürlich auch stemmbar. Er hat noch 3 Jahre bei uns Vertrag, Marktwert laut Transfermarkt.de von 12 Millionen geschätzt. Die werden wir niemals kriegen, niemals einen zweistelligen Betrag für ihn. Aber ich sag mal, wenn wir 8 Millionen für ihn kriegen und sein Gehalt loswerden, ich glaube, Bobic würde sofort sagen, einchecken bitte. Und für Dortmund muss man sich ja nichts vormachen. Also da fährt Nico Schulz über 5 Millionen. Für die sind es die 4 Millionen für einen Spieler auszugeben, der vielleicht als Backup dann am Ende gilt, aber am Anfang trifft, das ist für die jetzt nichts Ungewöhnliches. Das ist für die, da müssen sie sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, wie beim Drive-by-Shooting. Und deswegen würde das durchaus Sinn machen. Ich glaube natürlich, dass Dortmund gerade wegen der Hintergeschichte, dass Allaire wieder fit werden soll, dass sie auch Moukoko haben und so weiter, ich glaube natürlich, dass die Interesse haben an der Leihe von Piontek. Was könnte jetzt die Leihe für uns für einen Vorteil haben? Ganz ehrlich, ich verleihe lieber ohne Kaufoption an Dortmund, wo er wieder Selbstvertrauen tankt, spielen kann und vor allem sich auch ins Rampenlicht spielen könnte. Ich meine, gut, das ist letztes Jahr bei Luke Bakio auch nicht aufgegangen, aber er würde da Champions League spielen. Er würde wahrscheinlich im DFB-Pokal weit kommen. Er würde um die Meisterschaft spielen. BVB hat auch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit als der VfL Wolfsburg. Also wenn du irgendwo im Ausland bist, jetzt nochmal als Beispiel, egal wo auf der Welt, die kennen Bayern und Dortmund in der Bundesliga, das war's. Ja? Und wenn dann Piontek ein paar Tore mit ein paar Toren auf sich aufmerksam macht, dann ist da schon die Chance, dass er nächstes Jahr zurückkehrt. Wir haben noch Vertrag, nochmal 2 Jahre Vertrag, dass man dann vielleicht doch eine zweistellige Millionensumme bekommt. Da ist ja die Situation ein bisschen anders als bei Santi, der eben nur noch 1 Jahr dann Vertrag hat, wenn er wiederkommt. Und gerade bei Dortmund, wie gesagt, könnte der Spielstil passen, muss nicht sein, kann auch sein, dass er dann am Ende da auch floppt. Könnte der Spielstil passen und wie gesagt, es könnte vor allem passen, dass andere Clubs auf ihn aufmerksam werden. Vielleicht auch mal die Clubs aus Italien, wo er ja so gerne hin will, zu den Top-Clubs aus Italien. Ja, also schauen wir mal, das wäre für mich, auch wenn wir dann nicht direkt Geld bekommen würden und nur das Gehalt einsparen würden, da würde ich mit einer Leihe konform gehen. Eine Leihe zu Salernitana, na was haben wir denn davon? Da haben wir doch das gleiche wie bei Santi Ascasiba, da wird nichts passieren nächstes Jahr. Also Leihe würde ich mitgehen, wenn die das komplette Gehalt natürlich nur übernehmen, weil die können sich das leisten oder die sollen den direkt kaufen, am besten für 10 Millionen. Ich meine, 8 Millionen, was ist denn 8 Millionen für Dortmund? Ja, wenn man für Nico Schulz über 20 Millionen ausgibt, dann kann man doch auch mal 10-12 Millionen für Piontek ausgeben. Aber Spaß beiseite, könnte matchen. Der neue Lewandowski bei Dortmund passt natürlich nicht so ganz, weil ich glaube schon, dass sie da drauf setzen, dass Allaire wiederkommt. Aber andersrum, was machen die, wenn sich das alles sieht, Allaire ein ganzes Jahr ausfällt oder nie wieder zur alter Stärke führt? Also die müssen ja auch vorsorgen. Mal gucken, wer es dann am Ende wird. Ich glaube auch, dass Piontek nur einer von vielen Namen ist, die da jetzt genannt werden. Ob das wirklich eine tatsächliche Kontaktaufnahme da gab, bleibt dahingestellt. Ich glaube, am Ende wird das gar nichts werden und die werden irgendjemand anderen aus dem Hut zaubern. Aber für mich würde es passen. Ich glaube, auch für Dortmund wäre es gar nicht so schlecht. Könnt ihr ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Schreibt auch gerne eure Meinung über das Spiel gestern. Ich habe es ja nicht gesehen. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt mir eure Meinung dazu. Generell, wie seid ihr zufrieden mit dem Trainingslager und was glaubt ihr, wird es nächste Woche geben, wenn es dann schon losgeht und die Woche darauf dann gegen Union. Und ich lege mich jetzt wieder am Pool und arbeite an meiner Bräune. Ein bisschen Brown kriegst du richtig. Macht's gut, ihr Edelmänner und Tauri aus Ibiza.